Hallo, mal wieder zum R-Test aus dem Auto. Und ja, heute gibt es mal nichts zu essen. Heute gibt es eher für das nach dem Essen, nämlich ein Erfrischungstuch. Und zwar von McDonald's. Da bekommt man, wenn man zum Beispiel einen McRib isst, ein Erfrischungstuch. Und ich glaube, also ich meine, das ist irgendwie anders und neu. Zumindest ist die Verpackung anders und es fühlt sich auch weicher und größer an. Wird auch jetzt für Werbung benutzt. Und dass es ein Erfrischungstuch ist, erfährt man auch nur, weil es ganz klein hier oben steht. Sieht man gar nicht. Ja, mal sehen, ob dieses Erfrischungstuch wirklich erfrischend ist. Das zieht man dann hier so auf und dann zieht man das raus und dann hat man hier so ein Tüchlein tatsächlich. Ja, das macht man dann hier. Es ist auf jeden Fall größer als das alte. Das ist ja richtig groß, das Erfrischungstuch. Insofern ist das schon mal gut. Es riecht. Nach nichts. Wie so eine Seife, die irgendwie nach nichts riecht. Ist ja auch nicht so schlecht. Es ist relativ, ist nicht ganz reißfest, aber das ist ja auch gar nicht notwendig, wenn man so ein Erfrischungstuch. Also ich sag mal so, man kann sich damit wirklich gut die Finger sauber machen. Es ist auch besser als das Tuch davor. Erfrischungstuch, ja. Naja, wie man möchte. Auf jeden Fall besser als das alte. Das war nämlich wirklich nur so klein. Das hat wirklich nach Zitrone gerochen und das war, naja. Also die Finger bekommt man damit auf jeden Fall relativ gut sauber. Erfrischend jetzt nicht so wirklich. Erfrischend ja nur im Sinne, dass es ein bisschen feucht ist. Und ja, kann man eigentlich nicht meckern. Hände waschen ist natürlich trotzdem besser. Tschüss.